muss ich aber anders fahren. Ich kann ja mitten durch die Basis hier. Das ist scheiße. Du bist mal hoch. Rum irgendwie. So, jetzt. Ja. Waldeiern ist geil, aber naja. Viele Bäume. Viel zu viele Bäume. So, die müssen wir alle umlegen. Also da haben wir ein bisschen was zu tun. Jetzt darf man keiner entkommen. Ein Stück kann ich noch fahren. Das auffällt. So, jetzt sollten wir aber zu Fuß gehen. So. Höhenvorteil nutzen, dann läuft es. Name ausschalten. Das sind Unterkünfte für Pilger aus den Staaten Mexiko und Mittelamerika. Wartet. Ich sehe da reichlich Kartellaktivität. Vielleicht eine Art Kaserne. In dieser Gegend unterstehen sie sicher direkt La Santera. Oh nee, jetzt geht die Droh. Erinnert mich an das Valle de los Caídos in Spanien, weißt du? Dieses Bürgerkriegsdenkmal. Respekt, Sueño hat beeindruckende Aber ich kann sie markieren. Ingenieure auf der Gehaltsliste. Da ist diese Kaserne. Die Jungs sehen aber sauer aus. La Santeras Leibgarde gehört sicher zu den Besten von Santa Blanca. Und es sind echt viele. Wem geht die Düse? Ja, ich muss die systematisch wegmachen. Ich sehe das Ziel. Darf man da keine Fehler erlauben, weil wenn da Alarm ist, dann ist es lästig. Bereit für den Angriff. Da hinten haben wir noch was. So, diesen Zivilist. So, weg mit den dreien. Tango getroffen. Knie nieder, oder was war das? Knie du selber nieder, du. Oh, hoppala, falsche Taste. Ich sehe gar nichts. Meine Drohne wird gestört. Ja, es könnte ganz gut klappen hier, wenn man das ein bisschen nach System geht. Allerdings muss ich sagen, jetzt mischt die Unidad hier nur mit, aber die fährt nur durch. Okay, das geht. So. Die beiden da weg. Den kann man. Noch ein dritter. Wir sind ein paar Narcos. Ihr Leutnant ist weg. Tango markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. Der Leutnant rennt doch nicht weg. Das kann ich mir nicht vorstellen. Knapp daneben. Ja, wir wissen, das war nicht daneben. Hier ist ein Sicario verbleiben. Sag mir wo. Unter einem Gebäude. So, können wir den da weg? Unterwegs. Den da weg. Und den da weg. Bitte, danke. Hab das Ziel. Habt ihr auch alle Ziele? Nein, habt ihr nicht, meine Freunde. Jetzt. Feind am Boden. Und dann bleibt jetzt nur mehr der und dann haben wir's. Du bist ein Zivi, ne? Ja. Oh nein, 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 nein. Alter Scheiß Unidad, verfluchte, ey. Jetzt muss diese blöde Patrouille da vorbeifahren, genau wie ich runter will, ey. So ein Scheiß. Vielleicht haut der Arsch jetzt auch nur ab, Mann. Mann, ein so ein Arschloch, ernsthaft. Mach den Platz da. Schnauze voll. Oh. Stressig, die Unidad. Das ist scheiß auf den Zivilisten, Mann. Da kann ich nichts machen, wenn die im Weg sehen. Ich hab hier zu tun. Ja, genau. So, retzen, retzen, retzen. Dali, dass der nicht abhaut. So eine scheiß Patrouille jetzt vorbeikommen, wenn ich da runtergehen will. Echt, hä? Oh, jetzt kommen noch mehr Karren. Nur den einen Pisser da platt machen, mehr nicht. Kann so schwer sein. Hopp. Wo ist der Pisser? Unidad Heli, bleib.
Oh, Mission accomplished. Jetzt bloß weg hier. Jetzt bloß weg runter, hier. Alle runter. Heli. Ich bin unten. Keine Angst, ich bewege meinen Arsch nicht drauf. Aber wir brauchen erstens mal Bestärkung, wäre nicht schlecht. Habt die Rebellen gebeten, uns zu helfen. Zweitens mal Mörse. Zwar da. Ja, scheißegal. Wir haben die Mission sowieso geschafft, von daher scheißegal, ob du tot bist oder nicht. Taktisch gesehen perfekt. Mission geschafft, dann kannst du sterben, hast du wenigstens deine Ruhe. Also das passt schon so. Alles nur, weil so eine scheiß Patrouille da vorbeigekommen ist, wie ich da runtergegangen bin. Ey. So ein Pech muss man mal haben. Ey. Die Unidad-Wichser. Wie? Das zählt jetzt nicht, oder was? Nee, ach so, zweites Lager. Okay, also da gibt es nur ein zweites Lager. Das natürlich machen. Regiert ihre Leute mit Hilfe einer Gruppe von Sicario-Leibwächtern. Das eine Lager haben wir, jetzt machen wir das zweite. Steht sie vor El Sueño und ihren Anhängern schwach da. Also das sind zwei Lager. Feinde im Bereich. Augen auf. So, hopp drauf da. Oben haben wir eine schöne Übersicht. Sind auch so schön markiert. Super. So. Drohne, geht die hier oder nicht? Die Drohne ist oben. Ja, die läuft. Roger, ich lass mich in Position gehen. Okay, Ziel markiert. Markiere Ziel, Umfeld beachten. Und das macht er auf neue Position. Schauen wir, ob wir die drei wegkriegen. Also das ist zweite Lager, das hat so mit funktioniert. So, die hätten wir. Umgelegt. Machen wir hier weiter. Könnt ihr da reingehen ins Haus? Nach oben, da habe ich eine schöne Übersicht. Aufpassen, dass mich einer sieht. Hallo, Zibi. Da ist schon wieder so eine Unidad-Patrouille. Eine abgefuckte. Kann ich nicht brauchen. So, zuerst markieren und dann mischen wir auf. Ey. So, jetzt. Den, nee, den nicht. Was nehmen wir mal denn? Wo hast du sie? Den können wir. Und den und den ersten mache ich platt. Also, habt ihr sie markiert? Noch nicht? Bin schussbereit. Jetzt. Hab ihn, er ist tot. Den treffe ich nicht von hier. Naja, schon, aber nicht mit dem Bäffchen, da brauchen wir was anderes. Boah, bleib stehen, Alter. Alter, bleib doch stehen, um Missgeburt! Bewegt er sich, ey. Kopf raus. Ja, ja, Marika. Dann machen wir es halt so. Geht auch anders, Leute. Muss mit denen nicht rumeiern, da. Okay, Ziel markiert. Das war's. Bis zum letzten so Mal. So geht es. Lass mich hier noch eine Foppen. That's it. So, das hat ja super geklappt. Ohne, dass dich eine Unidad-Patrouille entdeckt, läuft es ja richtig rund, ne? Kann man echt nicht meckern. Da ist dieses Ding da. Ich gehe jetzt da rüber, ein bisschen Muni holen. Kann ja nicht schaden, wenn man voll ist. Irgendwo muss die Muni sein. Muni. Scheiß Muni. Ersten Stock oder was? Ersten Stock sein. Sag mal, wo ist denn die scheiß Muni? Hier ist sie. Im ersten Stock. Immer Privatmuni wahrscheinlich. Ah, Missionsinfo sehe ich hier. Das ist natürlich super. Was haben wir denn da? Im Kanal. Ober dem Kanal. Auf dem Kanal. Nada. Dokument auf dem Kanal. Wie lange auf der Santa Muerte Pilgerreise durch Espiritu Santo? 7 Tage von 10! Perico, der Trip ist sowas von geil! So viele Goldstatuen! Why? Das ist der geilste hier, richtig auf. Vale, La Santera gibt uns Zeit zum Pilgern und ich sagte ihr, dass mi Mama krank ist und sie nannte mir die Opfer, die ich unterwegs bringen muss. Deine arme Mama, Wei. Stufenaufstieg nebenbei. Sie hat Krämpfe. Es ist echt übel.
Meistens muss ich Tabak oder Coca opfern, manchmal auch einen Schluck ziehen. Ich spiele die ganze Zeit auf extrem, Leute, aber jetzt fordern die auch extrem. Finde ich gut. Jetzt wird's extrem. Ich sehe die ganze Zeit, aber jetzt wird's richtig skillig und dreckig. Schon immer weniger Damage mit dem hohen Tierlevel, aber das passt schon. So, ein bisschen mehr Nachschub habe ich gekriegt. Jetzt noch, was gibt's noch? Ja, da gar nichts. Schauen wir mal, können wir hier was machen? Ich glaube, ich habe überall zu wenig. Irgendwas Brauchbares hier? Nöp, nöp, nöp. Auch viel mehr Nachschub einfach. Und die Krachmacher, die verwende ich nicht. Das bringt mir nichts. Sprengladungen, nö. Für die Drohne verfügen. Warte mal. Kriege ich jetzt weiter oder was? Achso, erhöht den Wirkungskreis. Ja, das wollte ich sowieso machen, dass es mal richtig Bumm macht. Das wollte ich halt sowieso haben. Passt. So, wo gehen wir denn hin? Schauen wir mal, was haben wir da? Ja, den aufhalten, das wird ein Vergnügen für sich, aber ich probiere es mal. Das Problem ist halt, die halten schon so viel aus. Na gut, das geht schon. Hier sind Tangos, ziemlich nah. Granate fliegt. Boah, die halten aus. Oh, eine Karre. Ja, das läuft. Die normale Granate hat das Auto immer weggemacht, aber ich bin schon im Tierlevel so hoch, dass ich schon kein Damage mehr mache. Das ist ein bisschen blöd. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Ja, wie gut gemacht? Seid ihr besoffen? War scheiße, nicht gut. Ich will die Karre da. Ich fahre. Das sind gute Ressourcen, die lassen wir uns nicht durch den Lappen bereit? Gehen. Feuer frei. Klaro. Ah, das wird wieder ewig dauern. Na, schauen wir mal. Ja, der ist besser gepanzert wie meiner, das Problem. Oh! Verdammte Scheiße! Jetzt fahren die auch nur ins Dorf rein, das ist natürlich richtig kacke. Jawohl! So kann man arbeiten, die eine Patrouille habe los. Das andere auch noch. Mist, ich wollte den rammen. Oh! Jetzt hat der mich ge... Sau. Okay, den habe ich. Jetzt kümmern wir uns um den Freund da vorne. Zivilisten im Weg. Läuft bei denen. Hinter mir ist der Typ wieder. Meine Karre ist auch schon ein bisschen im Arsch. Da schleicht dich. Boah, die Karre ist lame. Ich komm da nicht nach, ey. So eine dreckige Scheißkarre. Der fährt man ja davon. Was ist das für eine Scheißkarre? Ich komm da nicht nach. So lachhaft. Ich will denn da nachkommen? Auch mit die Karre von denen. Das wäre nicht schlecht. Jawohl. So, meins, 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 meins. Schnell einkassieren. Bevor da das schief geht. Zack, meins. Oh ja, das hat sie rentiert. 8700. Das nenne ich mal Rundum-Service. Und ich mache keine Gefangenen. Sowas gibt's bei mir nicht. Nicht bei solchen hässlichen. So. Auf wen schießt denn hier? Ah, auf den da. Alles klar. Noch einer? Nö. Jo, dann können wir... Ey. What the heck? Gute Fuck. Wer mischt denn da noch mit? Der da wahrscheinlich. Bleib doch mal stehen, du. Rotzbur. Rotzpippe down. Hier noch eine Foppen. So, wo sind wir denn? Sicher. Wir sind sogar dort, wo wir hin müssen.
Stehlen Sie den Heli! Jawohl, ich brauche ein bisschen Ressourcen. Das ist sicher nicht weit, so wie das ausgeschaut hat. Ja, da kann man zu Fuß latschen. Zu Fuß durch den bolivianischen Dschungel. Dschungel. Dingsbums. MG4. M4, so. MG4. M4. Das geht ganz gut. Zumindest, wenn man so ein bisschen aufrüstet. Wenn man nicht wieder die Ressourcen fehlen. Naja, Verstärkung rückt dann, aber das ist mir egal, weil da hinten bin ich eh nicht mehr. Ja, das war nicht knapp, das war berechnet. So, muss man sich ein bisschen umschauen, damit ich nicht wieder einen Elefant da reinbrezel. Feindaktivität. Okay, wir sind QC hier ins Sicario-Team. Cool. Helipad checken. So, hier liege ich gut, da kann man faulenzen. So, wie sieht's aus? Verstanden. Geh auf neue Position. Roger, Ziel erfasst. Ich kann loslegen. Der kann das hin. Oh. Sicario ist down. Muss auch so dazu sagen, die Waffe ist jetzt richtig gut. Aber durch den höheren Tier 1 Level mache ich schon fast 0 Damage. Das ist mein Problem. Ich kriege zu wenig Ressourcen hier, dass ich die upgraden kann. Ergo, es wird schon immens schwierig. Aber irgendwie geht es immer. So, wo müssen wir denn hin? Schauen wir mal, wie weit ist denn das? Ich bin bereit. Oh, das ist ja um die Ecke. Das läuft, das läuft, das läuft. Baum, geh weg, wenn ich komme. Geiler Heli. Der hat Style. Und hässlich ist auch nicht mal. Zumindest hübscher wie die anderen Helis. Oh, hier sind Gegner. Das waren eigentlich meine Leute, denen sollte man eigentlich helfen. Aber gut, jetzt machen wir mal das da, bevor ihr wieder hier eine Rakete in den Arsch krieg. Wissen Sie sich anscheißen, ich bring doch nur den Heli. Rebellen gegen Kartelle helfen? Was gibt's Besseres? Hier ist ja wirklich gar nichts. Ja, Jungs, wenn das so ist, dann... Ich darf du wieder. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe. Tschüss.